Hallo, ich zeige euch die neuesten Strick- und Häkeltrends und Häkel- und Strickideen von mir auf der Strickmaschine. Und hier ein Dreieckstuch in Arbeit, ein Mosaik-Dreieckstuch, das sieht dann so aus. Dieses Dreieckstuch ist ja auch mit Hebemaschen gestrickt. Das kann ich gerne nochmal machen, weil ich habe ja gerade meine Patchwork-Decke in Arbeit und da zeige ich euch ja nach und nach die neuen Muster, die ich für die Decke benutze. Da zeige ich halt das Stricken mit der Hand, die verschiedenen Muster. Auf der Strickmaschine zeige ich euch auch verschiedene Modelle, aber weniger die Muster. Die integriere ich in den Modellen, die ich dann anfertige. Ja, diese Patchwork-Decke hier, die habe ich als Kind mal gehäkelt. Gehäkelt ist die ja, nicht gestrickt. Und die liebe ich total. Allerdings ist die auch jetzt schon ein bisschen auseinandergefallen, weil das keine Qualitätswolle war. Also damals in den 70er Jahren hatte man noch nicht so die Qualitätswolle. Also als Kind sowieso nicht. Da habe ich die Reste von meiner Mutter, die hat sehr viel gestrickt. Die habe ich dann aufgebraucht. Und da wusste ich noch nicht, was halt Polyacryl ist oder das war mir also egal. Ich wollte einfach kreativ sein und habe meine Puppen behäkelt. Und wie gesagt, habe ich diese Patchwork-Decke gemacht. Ich habe viele neue Ideen, jede Woche ein Video. Und da gibt es viele Tipps und Tricks, die ich euch zeigen kann. Und viel Spaß dabei.